Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Durch die Arbeit im Vermittlungsausschuss ist das Klimapaket weder sozialer noch besser fürs Klima geworden, und darum werden wir ablehnen, meine Damen und Herren. Ganz im Gegenteil, auf viele Menschen werden erhebliche Zusatzkosten zukommen, insbesondere Heizkosten. Und der soziale Ausgleich wird nur behauptet, denn bei vielen kommt er nicht an. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Erstens, es ist sehr gut, dass die Bahntickets preiswerter werden. Aber was machen die Menschen, die in einer Gegend wohnen, wo überhaupt kein Zug mehr hinfährt? In den letzten Jahren sind 6.000 Kilometer Strecken stillgelegt worden. Die müssen reaktiviert werden. Den Menschen dort hilft es überhaupt nichts, wenn die Bahntickets billiger werden. Billige Bahntickets sind gut, aber wir brauchen überall Züge. Und das ist die Aufgabe, meine Damen und Herren. Zweitens. Die Anhebung der Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer. Die Pendlerpauschale, das ist die Auffassung der Linken, muss durch ein Mobilitätsgeld ersetzt werden. Denn die Pendlerpauschale ist etwas, was von der Steuer abgesetzt werden kann. Wer ein geringes Einkommen hat, hat davon überhaupt nichts. Und je höher das Einkommen, desto höher die Steuerersparnis. Das ist ungerecht, das ist auch nicht ökologisch und nicht sozial. Darum stimmen wir mit Nein. Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, den wir ja auch beraten haben in der Arbeitsgruppe und im Vermittlungsausschuss selber, ist die Frage der energetischen Gebäudesanierung. Da stand im Mittelpunkt, ob man nur den Energieberater von der Steuer absetzen kann oder nicht. Aber es muss doch um etwas ganz anderes gehen. Wir müssen doch den Mieterinnen und Mietern in diesem Land garantieren, dass die energetische Gebäudesanierung nicht zur weiteren Steigerung der Mieten führen wird. Das ist die Aufgabe. Wir haben doch gerade in der Debatte davor, vor den Abstimmungen darüber diskutiert, wie teuer die Mieten in diesem Land sind und dass sich viele Menschen überhaupt keine angemessene Wohnung mehr leisten können. Wir brauchen also eine Garantie, dass die energetische Gebäudesanierung nicht zur Steigerung der Mieten führt, meine Damen und Herren. Was ist denn jetzt die Lösung? Erstens, man muss ehrlich sein, Klimaschutz kostet. Und darum müssen wir darüber diskutieren, wo wir das Geld hernehmen. Wir können das Geld nicht immer von den Geringverdienern nehmen, wir als Linke sowieso nicht. Wir sagen, wir brauchen endlich eine Vermögensteuer, damit wir die Klimagerechtigkeit auch finanzieren können. Ihren Beitrag müssen die Menschen leisten, die den größten ökologischen Fußabdruck haben. Das sind nicht die Geringverdiener, das sind nicht die Armen. Darum kann die Lösung nur sein. Ehrlichkeit, es kostet. Man hätte auch bei der Deutschen Einheit sagen müssen, es kostet. Klimagerechtigkeit kostet. Und wenn wir über Kosten reden, müssen wir darüber reden, wer bezahlt. Und das müssen die Reichen und Superreichen in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Letsch. Als letzter Redner hat der Kollege Dr. Anton Hofreiter, Bündnis 90.